So, liebe Skylander-Freunde, ihr wisst, was uns heute bevorsteht. Und zwar das letzte Kapitel von Skylander Giants. Kurz vorweg, ich habe ja eine Umfrage jetzt bei Facebook gestartet, ob wir es nochmal auf Nightmare danach spielen oder nicht. Wenn ihr euch da noch nicht beteiligt habt, macht das bitte. Im Moment ist es sehr einseitig, ich glaube 6 sagen ja, 0 sagen nein. Na gut, aber das kann sich halt noch ändern. Und ja, ich hatte am Donnerstag Besuch und da haben wir ein bisschen gegeneinander gespielt und auch hier Arena gespielt und dann haben die einzelnen Skylander jetzt ein bisschen Geld gekriegt. Manche sogar mehr als genug und dann gehen wir erstmal zu Persephone, um uns hier mal zu rüsten. Willkommen zurück. Ich weiß, der Drone-Bot, der hat jetzt nicht so viel, aber ich glaube eine können wir mitnehmen. Was kann man denn hier? Schubdüsenflug, drücke B zum Fliegen. Tempo und Rüstung sind gesteigert. Ja, das ist das übliche Fliegen. Galvanisierte Klingenräder. Klingenräder bewirken mehr Schaden. Ja, dann nehmen wir für das letzte Kapitel mal den Schaden lieber mit. So. Weil ich hoffe mal, dass es mindestens genauso anspruchsvoll wird wie das Finale bei Sparrow's Adventures. Und das fand ich schon... Also beim ersten Mal spielen war es ganz schön schwierig, so beim zweiten Mal wird es dann wahrscheinlich einfach sein. So, Stump Smash hat auch ein bisschen... Achso, haben wir keine Upgrades mehr, natürlich. Da fängt es nämlich schon an. Ich war heute den ganzen Tag unterwegs. Und ich bin jetzt wirklich groggy, aber wir wollen natürlich morgen hier am Sonntag schon den ersten Teil davon sehen, nicht wahr? So, wir haben 151, können wir auch vergessen. Hatte ich nicht hier irgendwelche, die mega Gold hatten? Fürchte die Finsternis. Mal so ein Name, der öfter gespielt wurde. Na, siehste. Weil da haben wir ja teils für manche Duelle haben wir da ja 500, 600 Schätze gekriegt. Fand ich ganz schön abartig. Aber nun gut. Schädelschild. Der Schädelregen wehrt Gegner und ihre Angriffe ab. So. Weil ich hatte Donnerstag einfach ganz spontan Besuch und dann meinten die so, wow, Skylanders, das kennen wir aus der Werbung, zeig mal her. Und dann haben wir das einfach stundenlang tot gespielt. Erwachsene Menschen, muss man verstehen. So, hier können wir nur eins nehmen und zwar die Blitzzunge. Deine Zunge kann schneller als sonst angreifen. Okay, auch mitgenommen. Ist es jetzt schneller als sonst? So, ja, wenn ich die Taste im bestimmten Rhythmus drücke, ja, ist es schneller, ja. Und auch nicht wundern, jetzt werden vielleicht ein oder andere Skylander dabei sein, den wir in den letzten Folgen oder in dem ganzen Giants Let's Play gar nicht dabei hatten. Bis jetzt noch nicht dabei hatten, die werden jetzt mal dabei sein, wie zum Beispiel auch Gilgrunt. Weil ich vermute, dass er stärker als Slamam ist im Endfight. Ich weiß es noch nicht. Wir lassen uns mal überraschen. So, hier können wir die Magma-Kugel nehmen. Endlich. Drücke B, um Magma-Kugeln zu spucken. Und jetzt können wir einen Weg wählen. Ich glaube, wir können eh keine Fähigkeit wählen, aber wir können uns mal die Wege angucken. Magmantor. Entwickle deine Lavaklumpe Magma-Kugeln weiter. Oder Vulkanor. Entwickle deinen Eruptionsangriff weiter. Ja, die Magma-Kugeln und Lavakugeln, oder? Oder Klumpen. Ich koche über. Klumpen ist ja der richtige Begriff, sind ja keine Kugeln. So können wir noch was kaufen, leider nicht. Ich hab's bald geahnt. Und wahrscheinlich die, die wir am meisten gespielt haben, jetzt wird die stehen oben im Regal. Das waren zum Trigger Happy war viel, Vanadu war richtig häufig, haben wir den gespielt. Und Swarm natürlich auch. Ich glaube, wenn wir den wählen, können wir auch den Weg wählen oder wir nehmen gleich den Seelenstein mit, also die Fähigkeit aus dem Seelenstein. Rrrr steht für Rückenstechrakete. Drücke im Flug B, um Rückenstechraketen abzufeuern. Die Gegner anpeilen. Okay. Oder den Stachelschuss und dann können wir vermutlich noch ein anderes Upgrade nehmen, ne? Stachelschuss. Halte A, um einen stechenden Energiestoß aufzuladen und abzufeuern. Ja, wir nehmen das mal. Und wie vermutet, kommt jetzt der Weg. Weg 1 wäre Rächer mit Stacheln. Entwickle Stachelklingenangriffe weiter.
Okay, oder dann Wespenstürmer. Entwickle Schwarmformangriffe weiter. Wir nehmen erstmal die Stachelklingenangriffe. So. Da sind die ersten 5 Minuten auch schon mit Upgrades rum. So, wir sind da gleich durch. Swarm ist ja der letzte. Hier können wir wieder nur eine wählen. Müssen wir vielleicht bedacht wählen. Eine von den Zweien. Rasierklingenflügel. Flügel verletzen Gegner, die sie berühren. Ach, haben sie das noch gar nicht getan? War mir nicht so? Na egal. Bessere Stachelexplosion. Im Flug abgefeuerte Stachelklingen bewirken erhöhten Schaden. Das nehmen wir. Dieser Fernkampfangriff. Fernkampf ist in diesem Spiel ja eh generell ziemlich stark. Und dann gehen wir mal zu Flynn und lassen uns auf das Finale ein. Also dann, Chef. Jetzt liegt alles an dir. Wenn du versagst, nehmen wir es dir nicht übel. Allerdings erzählen wir dann auch keine legendären Geschichten über dich. Oh. Ja, ich habe so ein bisschen Bammeln, aber wir sind Startler. Alles klar. Dann viel Glück. Ja, das können wir gebrauchen. Kapitel 16. Ordnung für Chaos. So, Kapitel 16, Ordnung für Chaos. So, wie wir es kennen, gehen wir hier erstmal wieder einmal im Kreis. Hier gibt es anscheinend nichts weiter zu holen. Und dann mal drauf los. Was ist das? Ach, ein Roboterball, die können wir hier spawnen, ja? Okay. Oder wir können hier rüberspringen. Ne, wir nehmen mal den Ball mit. Den können wir bestimmt ganz gut gebrauchen beim Tor. Schwupps, und so fängt es auch schon wieder an mit der neuen Session. Ich hätte es wieder fast vergessen. Aber nein, Gilgrand, komm mal mit. Hey, ich glaube, ich möchte einen Ball hier haben. Huch, können wir auch hier runterspringen? Aha. Interessant, das Bombenloch. So. Und was gab es jetzt hier eigentlich? Nichts. Doch, da glitzert irgendwas, aber ich nehme mal die Schätze mit, soweit es geht. Danke übrigens für den Tipp, dass wenn das Ausrufezeichen kommt, die Schätze verdoppelt werden, glaube ich, hat mir jemand geschrieben. So, und da haben wir einen Flügelsaphir gefunden. Wieder erneut Nummer XY, ich weiß nicht, wie viele wir haben. Ich war gerade bei Persephone und ich weiß es nicht, ich habe wieder nicht drauf geachtet. So, wahrscheinlich müssen wir den Robotoball kicken und mit dem Sprungkissen dort den abblocken, oder? Schnell! Denke ich mal jetzt so. Bam. Komm mit. Dagegen. Komm. Gut, 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 gut. Zack. Könnten wir eigentlich noch einen mitnehmen, ne? Glaube, das müsste funktionieren. Können wir mal den Chompis da drüben mal Feuer und Ampenter machen? Oder auch Scharfschützen oder was auch immer da gleich kommen wird. Hier muss der Ball hin, okay? Machen wir gleich mal. Erstmal müssen wir diesen Laser-Typen besiegen. Und dann wird das Ausrufezeichen wahrscheinlich auch dafür stehen, wenn wir einen kritischen Treffer machen, oder? Wäre dann logisch. So, haben wir den mal dagegen. Nicht explodieren vorher. Jetzt, 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 nein. Mach mal jetzt. Jetzt, nein. nein, auch nicht da hoch. Dahinter nicht. Ich muss mal die Vase kaputt machen da. So. Komm mal mit. Ich weiß noch nicht, wie wir da oben hinkommen zu dem Seelenstein, aber ich will erstmal hier durch. Hallo. Jetzt, na endlich. Wurde ja auch mal Zeit. So, geheime Nische. Und überall werden wir erstmal nur von Chompies begrüßt. Jetzt nicht so die Herausforderung. Und eine Schatztruhe. Hat der Gilgrand jetzt hier eigentlich schon so viel Geld gekriegt, oder? Ne, der hatte nur noch ein Upgrade und das war zu teuer. Wie war denn das gerade? Ich sage jetzt, es ist nicht mal 10 Minuten her. Ich bin einfach fertig wie nix. War ein ganz schön anstrengender Tag und egal. Wir machen das jetzt. Wir ziehen es durch. So, mal kurz gucken, nicht, dass ich hier irgendwas übersehe mit den Seelensteinen für Flashwing. Ist das Flashwing? Ja, eindeutig. Mit dem Fliegen kommen wir ja nicht rauf. Wir müssen dann mal hier rechts weiter.
Vielleicht ja denn hier hinten nachher. Da kommen wir nicht runter. Technologie. Da habe ich erstmal den Drobot mich. Ich weiß, der ist noch ziemlich schwach, aber ihr sagt ja selber mal, der soll wohl an sich ein ziemlich starker Kerl sein. So, hä? Ich will den. Will ich hier schon hin? Ich will den Seelenstein aber haben dann nachher irgendwie. Hier gibt es gerade nur eine Richtung, oder? Hier kommen wir auch nicht runter. Na, dann müssen wir mal den Schalter betätigen und hier gleich durch. Gleich, sag ich. Gleich. Und dann, glaube ich, müssen wir nachher hier links rüber mit dem Sprungkissen. Um zum Seelenstein zu gelangen. Vielleicht ist es auch generell der Hauptweg. Ich lasse mich da gerne... Warum ist hier am Ende Feuer? Hier muss doch irgendwas sein, oder? Nee, schade. Ist einfach nur für die, die sich schieben lassen von dem Fließband. Die haben dann selber schon... Ich möchte hier durch. Hey. Ach nee, ach, hier sind zwei Sprungkissen. Okay. Irgendwie hat er rumgewackt. Ich weiß es nicht. Ich will mich da jetzt auch gar nicht rausreden. Unser Technologie-Scalender ist erledigt. Ich weiß nicht, irgendwie ist er da festgehangen und ich kam noch nicht weg gerade. Ich weiß generell, das Fließband chippt in die Richtung, aber das war jetzt... Wir müssten auch Swarm nehmen, oder? Der kann doch fliegen, der kann doch da drüber fliegen. Für den Drobot habe ich ja das Flug-Upgrade gerade nicht gewählt. In der Hoffnung, dass wir es nicht brauchen und denn... Ja, denn brauchen wir es am nötigsten. Also schnell drüber hier. Ja, wie gesagt, der Swarm, der lässt sich da mit dem Fliegen nicht beeinflussen. Ne, da warten wir kurz. Da seht ihr, ich kann einfach stillstehen, ohne irgendwas zu drücken. Ist vielleicht das Beste, was man machen kann hier. Aber unbegrenzt war das Fliegen auch noch nicht, ne? Ne. Da war es vorbei. So, auf den Knöpper. Was machen wir jetzt? Gehen wir jetzt einmal hier... Ja, wir müssen ja hier lang. Wir kommen mal nicht zurück auf Sprungkissen. Schnell da drüber und dann, wie gesagt, an den Seelenstein denken. So. Hier geht es wieder erstmal nur in eine Richtung. Da oben ist ein legendärer Schatz. Was denn nicht schon alles rumfunkelt und am Ende kriegen wir wieder gar nichts. Plattformen. Kriegen wir doch hin, oder? Sollte machbar sein. Ich weiß noch nicht, was da für ein Anvisierding war auf dem Boden. Der war jetzt nicht so klug, oder? Ich lasse es jetzt einmal kurz drin. Oh, wir haben Bomben. Geil. Geil, gib mal noch eine Bombe. Gib mal noch eine Bombe. Ey. Muss ich mir nicht so rumackern hier mit denen. Guck. Bam. Tata. Könnten wir hier eine Bombe gebrauchen gerade? So, ich glaube ja nicht. Und dann schauen wir uns natürlich hier erstmal überall um. Hier ist das Sprungkissen zum Seelenstein. Ich glaube, hier geht's runter. Weiß ich noch nicht. Das ist schon mal gut, dass wir hier ein Sprungkissen haben, womit wir zurückkommen. Und der Seelenstein für Flashwing gefunden. Du hast einen Seelenstein gefunden. Flashwing. Kristallleuchtturm für Flashwing. Und Flashwing schauen wir uns nicht an. Die werden wir auf jeden Fall in der Aufnahmesession sehen. Da bin ich mir sicher, dass irgendwann Erdelementar kommen wird im letzten Kapitel. Ist ja meist so, dass wirklich alle acht Elemente sind. Und du bist doch bestimmt wieder einer, der mit uns Himmelssteine spielen möchte, nicht wahr? Oder vielleicht nicht. Mal schauen. Ich protestiere weiterhin gegen die Herrschaft von Lord Chaos, indem ich meine Waffe niederlege und stattdessen Himmelssteine spiele. Hast du Lust? Schon wieder der Freebot? Der war doch erst im letzten Kapitel in so einer versteckten Höhle. Das ist nett. Vielleicht dienen wir als Vorbild für die anderen. Naja, hoffen wir das mal.
Wie sieht denn das Spielbrett aus? Ein Magie-Dingens. Ich glaube, einen guten Magiestein haben wir generell eh nicht. Und die Steine an sich sind... Ja, wir haben noch unten nur einen mit dreien, aber so sind die ganz gut gewählt. Wird schon schief gehen. Ich hasse nur immer, wenn der in der Ecke startet und dann weiß ich nicht so, mache ich das jetzt auch? So richtig schlecht eigentlich? Mache ich es oder mache ich es nicht? Ich setze den mal hier hin. Okay, dann damit können wir leben und... Ach Mist. Aber das müsste der Chompybot dort drehen können. Hoffentlich. Ich weiß ja nicht, was er jetzt gleich spielt, wenn er einen hat mit drei nach rechts. Ja, natürlich. Das ist jetzt schlecht gelaufen. Will ich mir auch gar nicht die Animation angucken. Was mache ich da denn jetzt? Das war eben auch ein Magiestein, ne? Also könnte er davon noch mehr haben. Wenn ich den jetzt da direkt in der Mitte setze, könnte er den... Ich weiß nicht, hatte der ein Steinchen nach oben oder nicht? Ah, ist das wieder... Ich mache es einfach mal so. Ich habe keine Ahnung, wenigstens können wir das schnell wiederholen. Wenn uns beim Endkampf irgendein Fehler passiert, dann müssen wir das ganze Kapitel wahrscheinlich wiederholen. Sehr gut. Ach, die sind auch schon Magie. Und was machen wir jetzt? Wir müssen uns eigentlich nur noch irgendeinen sichern da. Ja, ist Cheating All. Können wir gar nicht mehr verlieren. Siehste. Knack, ja. So, wir haben Freebot 001 besiegt. Stein gesammelt. Und wir haben einen archaeanischen Knacker bekommen. Ein exzellenter Sieg. Ich kann nur hoffen, dass dein letzter Kampf gegen Lord Chaos ebenso gut verläuft. Ja, das hoffe ich auch. Das hoffe ich wirklich auch. Vor allem, da wir den Robot jetzt schon so schnell verloren haben, eigentlich durch so einen richtig doofen Fehler. Schade, schade. So, achso, hier geht's nicht runter. Das sieht so aus, als wenn man hier so runtergehen könnte. Den Zaun können wir auch nicht irgendwie umgehen. Dann schauen wir es mal hier weiter. Ah. Robotoball und... Das ist ja immer dazwischen, brabbelt jetzt, ist echt richtig, richtig seltsam. Aber was soll's, wir können es nicht verhindern. Ich sehe da hinten so einen Golem. So, ich habe auch jetzt herausgefunden, dass Flashwing mit der sekundären Fähigkeit, also hier dieses Drehen, da drin auch irgendwie die Diamanten schießen kann. Ich finde das so interessant, dass er uns gar nicht mehr merkt. Piu, piu, piu. Auch eine Art und Weise, seine Gegner zu besiegen. Vielleicht nicht die schönste. Und irgendwie dauert das auch ganz schön lange. Hallo? Ist das jetzt ein Bug oder? Nein, tatsächlich jetzt. Ich dachte, das wäre jetzt echt ein Bug. Aber wie viel hat denn der ausgehalten? Das war hier ungeheuerlich. Na komm noch. Na komm noch. Na los. Schade, dass man bei Flashwing immer die A-Taste drücken muss. Und bei Drobot. Bei Drobot kann man die A-Taste auch gedrückt halten. Alter. Achso, Flashwing war Stufe 1. Na gut. Bei Drobot kann man halt die A-Taste gedrückt halten. Bei der Xbox jetzt. Bei der PlayStation wäre es halt X. Und dann schießt er die ganze Zeit. Flashwing müsste man die ganze Zeit drücken. Sonst passiert hier sehr wenig. So, ich hole jetzt keinen Robotoball von da hinten. Wir hauen uns den mal kurz durch. Und den Hut nehmen wir auch mit. So. Gib. Ein sehr normaler Hut bis jetzt.
Was? Scrumshanks Hut. Ja, der hat so eine Mütze. Nee. Heißt ja nicht Glumshanks? Ach, ich weiß es nicht. 10 kritische Treffer und 4 Tempo. Ich glaube, unser aktueller auf Swarm ist schon ein bisschen älter. Setzt er diese eigentlich sogar auf? Ach so. Also, so ein Hip-Hop-Kit. Sag mal was zum Hut. Sieht gut aus. Typisch Swarm. Ich glaube, das ist. Die haben meist auch nur einen Spruch, oder?